Sehr schick. Eines Abends Dara. nach einem verschlafenen Tag saß ich allein bei Salieri und nahm einen Drink. Luigi fragte mich, ob ich ihm einen Gefallen tun könnte. Hey, Tommy. Du kennst doch meine Tochter, stimmt's? Na klar, Luigi, nettes Mädchen. Du musst stolz sein. Danke, Tommy. Sie hilft mir manchmal hier hinter der Bar aus. Pass auf, ich möchte nicht, dass sie heute Abend allein heimgeht. Gestern Abend haben mir ein paar Typen Schwierigkeiten gemacht. Mit zweideutigen Andeutungen und so, du weißt schon. Ich habe mir Sorgen um das Mädchen gemacht. Deshalb dachte ich, du könntest sie vielleicht heimbringen. Es ist gar nicht Ja, weit. aber sicher. Du bist ein Gentleman und genießt jede Menge Respekt in der Gegend. Diese Typen würden sich nicht mit dir anlegen. Kein Problem, Luigi. Nichts leichter als das. Oh, Tom, du kannst dir nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin. Ich habe mir Sorgen gemacht. Keiner kennt diese Typen. Komm morgen zum Lunch vorbei. Da mache ich dir ganz was Besonderes. Sarah, komm doch mal her. Sarah, das hier ist Tommy. Ein guter Junge. Er bringt dich heim und sorgt dafür, dass dich diese Typen nicht mehr belästigen. Hi, vielen Dank. Es dauert nicht lange. Ich wohne gar nicht weit von hier. Ich hole nur meinen Mantel, dann können wir gehen. Okay, ich warte draußen auf Sie. Vergnügen ist das. Ist echt nett, dass du das machst. Diese Clowns haben mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Kein Problem. Polly und ich kümmern uns später um diese Witzfiguren. Du arbeitest auch für Mr. Salieri, oder? Er ist wirklich nett und immer gut aufgelegt. Ja, ich arbeite manchmal für ihn, aber normalerweise gibt's da nichts zu lachen. Und was machst du sonst so? Meistens fahre ich den Don durch die Gegend. Ab und zu überrascht er mich aber. Zum Beispiel, als er wollte, dass ich bei dem Rennen mitfahre. Ja, das habe ich gesehen. Du fährst echt gut. Danke. Ah, ich hatte einfach Glück. Warum so bescheiden? Den Typen hast du so richtig gezeigt. Ich war mal Taxifahrer. Aber zum Rennfahrer bin ich erst am Abend vor dem Rennen geworden. Na, siehst du? Du hast echt Talent. Vielleicht hast du recht. Jedenfalls war es kein Spaß. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Schau mal an, was für ein süßes Paar. Ach, da sind sie. Was ist denn das? Gestern noch allein, heute schon mit deinem Freund unterwegs. Jungs, es wäre vielleicht besser, wenn ihr einfach abhaut und hier keinen Ärger macht. Wenn ihr einer Ärger macht, dann du, Schaumschläger. An eurer Stelle würde ich die Fliege machen. Man kann nie wissen, was passiert. Das haben wir gleich, Romeo. Ich schätze, das getrauen die sich? Oh, der Messer! Da hast du den Falschen erwischt. Jetzt stirbst du! Lass mich wohl wütend machen. Ich hab ihn. Ich werd richtig böse. Willst du mich wütend machen? Du müsstest dir aber abhauen, oder? Nein, der Bastard macht uns alle kalt. Ja. Das tust du zum letzten Mal. Ich werd richtig. Die Polizei brauchen wir nicht, Sarah. Ich werd richtig böse. Oh, wieso ist sie so verletzt? Nein, ich habe heute was anderes vor. Ah, schade. Ich dachte, ich kann die fertig machen. Ich schlag dich windelweich. Da hast du den Falschen erwischt. Lass mich wohl wütend machen. Ich werd richtig böse. Alle mal herkommen, schnell! Alle mal herkommen, schnell! Ist hier! Kommt schon, ihr Witzfiguren. Ich werd richtig böse. Ich werd richtig böse. Da bist du ja. Ich werd richtig böse. Das tust du zum letzten Mal. Kommt her. Nein, ich will noch nicht. Das tust du zum letzten Mal. Er ist hier. Ah, ich will den. Ah, dann nicht. Der Vogel.
dein Messer haben. Wir gehen alle drauf. Da bist du ja. Ja, danke, du musst doch schnell laufen. Oh, die verliert die ganze Zeit Leben. Scheiße. Wo ist sie? Warum? Ist ja gut jetzt. Ruf die Polizei! Ja. Was, Suse? Ach, vielen Dank. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich getan hätte. Nichts zu danken, Sarah. Jederzeit. Ach, ich hatte echt Angst, Tom. Ist alles in Ordnung? Wir sind fast da. Dann schau ich's mir an. Ja, ja. Guck das wirklich ganz genau an, bitte. Was macht der Hampel da hinten in der Ecke? Ach hier. Nein. Sieht aus, der Kunde rennt da einfach rum, ey. Was? Jetzt sind wir von Umweg gelaufen? Ich wohne gleich neben Papa. Meine Mutter verließ uns kurz nach meiner Geburt. Arbeitest du auch mit Pauli? Der ist echt witzig. Ja, er ist echt witzig. Ich finde, er hätte Schauspieler werden sollen. Manchmal benimmt er sich komisch. Das macht mir echt Angst. Ich verstehe nicht, wie man so launisch sein kann. Er muss im Leben viel durchgemacht haben. Ja, er hat schon einiges erlebt. Er ist auf der Straße aufgewachsen und das hat ihn sehr geprägt. Vielleicht ist er deshalb Fremden gegenüber so komisch. Er ist Don Salieri sehr dankbar. Er weiß, was passiert wäre, wenn er ihn nicht aufgenommen hätte. Ja, Mr. Salieri hat Papa sehr geholfen. Für mich ist er fast wie ein Großvater. Ja, Don Salieri ist ein guter Kerl. Jetzt ist es spät nach Hause, Sarah. Die Sonne geht schon auf. Naja, war eine lange Nacht in der Bar, ne? Naja, oh, was soll's. Feierabend ist Feierabend, würde ich sagen. Gut, da wären wir. Komm doch rein. Ja, nichts lieber als das. Nichts lieber. So, das hier ist mein Königreich. Gehen wir doch erstmal rein. Ich sehe mir die Wunden mal an. Das ist wirklich ein Königreich. Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch, Sir. Hilfe ist nah. Okay, schauen wir mal. Sieht nicht allzu schlimm aus. Ja, 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 das stimmt. Die sahen viel übler aus als ich. Einen Moment, ich werde es reinigen. Schon fertig. Hat nicht einmal wehgetan. Vielen Dank. Ich glaube, ich sollte dankbar sein. Ich glaube auch. Wie wär's mit einem Drink, Tom? Nun, ich könnte einen Whisky vertragen, wenn Sie einen haben. Na klar. Der Abend verspricht interessant zu werden. Alles Schwein.
Ein Drink für den Helden. Wie wär's mit einem kleinen Tanz? Wie bitte? Naja, ich möchte tanzen. Musik. Ich habe ein Grammophon. Ja, ich mag Musik. Sind Salieris Männer immer so harte Jungs? Naja, manchmal versuchen wir auch nett zu Leuten zu sein. Ein paar von euch vielleicht. Aber nur wenige. Und bist du einer von Salieris harten Jungs? Nur manchmal. Naja, ich glaube, du bist ein guter, böser Mann. Oh, manchmal bin ich sogar ein sehr böser, guter Mann. Sarah war ein Engel. Ich hatte jede Menge Mädchen gehabt, aber dieses Mal war es anders. Ganz anders. Mir war klar, dass wenn ich den Rest meines Lebens mit jemandem verbringen würde, sie dieser jemand sein würde. Am nächsten Tag erzählte ich Salieri, was mit diesen Typen passiert war. Eine Bande von Rowdies hatte sich in der Gegend niedergelassen. Sie machten Ärger und jagten den Leuten Angst ein. Das gefiel Don Salieri gar nicht. Was? In meinem Revier? Eine Frechheit. Und zu allem Übel greifen sie wehrlose Frauen an. Ist Sarah irgendwas zugestoßen, Tommy? Nein, Boss. Sie ist okay. Dafür habe ich gesorgt. Gut. Warum zum Teufel hat Luigi nichts gesagt? Wir hätten uns doch sofort der Sache angenommen. Ich lasse nicht zu, dass diese Hosenscheißer die Leute in meinem Revier überfallen. Für wen halten die sich? Die Leute zahlen mir Schutzgeld. Also holen wir uns diese Ratten und schicken sie dahin, wo sie hingehören. Tom und ich kümmern uns darum. Denken diese Freaks, sie sind in einem verdammten Freizeitpark oder was? Mit meinen eigenen Händen mache ich sie fertig. Polly, Polly, immer mit der Ruhe. Niemand bringt irgendwen um, klar? Ich will, dass er ihnen eine Lektion erteilt. Brecht ihnen sämtliche Knochen im Leib und lasst sie in ihrem eigenen Blut liegen. Schickt diese Bastarde in einen Rollstuhl. Sollen die Kinder über ihre entstellten Gesichter lachen? Lasst alle sehen, was passiert, wenn jemand mein Revier beschmutzt. Klingt interessant, Boss. Das ist gar keine schlechte Idee. Wir müssen rauskriegen, wo die Typen sich aufhalten. Vielleicht weiß Big Biff etwas. Er hängt immer auf dem Platz in Chinatown rum. Geht und findet ihn. Kein Problem, Boss. So. Das scheint eine echt spannende Mission zu werden. Aber nichtsdestotrotz werde ich jetzt... Wenn ich jetzt einfach rausgehen, ja, das speichert ja für mich. Werde ich das Ganze jetzt hier beenden, also die Aufnahme erstmal. Heißt, ja, auf YouTube. Alle, die Folgen einzeln gucken, wir sehen uns gleich wieder. Alle anderen, die live dabei sind, wir sehen uns gleich hier im Pausescreen wieder und dann bis gleich.